Ja, wunderschönen guten Tag. Warnung vor Lichtempfindlichkeit. Keine Sorge, es ist früh im Morgen. Ich kann mit Licht umgehen. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Turnip Boy Robs a Bank. Ich habe den Titel gesehen, ich habe zwei, drei Bilder gesehen. Ich dachte mir, ich muss da rein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich werde mir das mal angucken. Und bevor wir unsere Reise beginnen, werden mir erstmal ein paar Fragen gestellt. Hast du Turnip Boy Commits Tax Evasion gespielt? Ich hab's angespielt, aber ich würde eher mal ein Nein hier geben. Das solltest du dir nicht entgehen lassen, aber ich werde dich nicht aufhalten. Welchen Spielstil bevorzugst du? Du kannst ihn jederzeit ändern. A, ein gemütliches Erlebnis oder B, schwere Kämpfe und stärkere Gegner. Ich hätte gern so einen Mittelweg, aber. Wenn, dann bitte eher, ja. So, damit sind wir schon startklar. Und auf Wiedersehen. Wahrscheinlich werden sich unsere Wege bald wieder kreuzen. Okay. Okay, soweit. Ich spiele jetzt erstmal mit Tastatur und Maus. Ich weiß nicht, ob das smart ist. Graffiti Games. Ich weiß nicht, ob das smart ist, aber ich werde mal gucken. Not wechseln wir auf den Controller rüber. Oh nein, die Gurkenmafia. What the hell is going on? Okay. Grundsätzlich, nicht, dass ihr verwirrt seid, es ist im Fenstermodus gestartet, das liebe Spiel. Ich habe es erstmal nur auf. Ja, alles gut. Dialoge, alles fein. Ich habe es dann erstmal bildschirmtechnisch auf Vollbild gemacht. Fensterskalierung sagt mir jetzt gerade erstmal nicht. Seitengleis. Oh! Verbesserte Sichtbarkeit werde ich mal nutzen. Leistungsmodus. Wir leisten immer alles. Aber hier, das hier sagt mir erstmal nichts. Fensterskalierung lasse ich mal auf der Mitte. Aber ich weiß nicht, aber Sterne? Mit bunte? Oder einfach nur knallharten Stahl? Ich nehme erstmal die Sterne. Das erinnert mich so ein bisschen an Kirby. Also bin ich erstmal dabei. Aha. Barrierefreiheit? Braucht ihr da irgendwas? Ich weiß nicht. Gottmodus? Braucht ihr da was? Viel Laser. Machen wir auch jetzt mal erstmal ohne und los geht's. Gewidmet Toast, der Königin von Fort Fatass. 2 Tage nach der Tötung eines Gottes. Einen Tag nach einem Bürgerkrieg, der ausgebrochen war. Klingelt's Handy. Hey, störe ich gerade? Gurkini. Die kleine Rübe. Aber ein Job für dich, einen großen. Komm vorbei, dann erzähle ich dir alles im Detail. Wo ich bin? Die ungefähre Richtung ist rechts. Ja, geh einfach nach rechts. Gehe mit WASD. Okay, ich gehe nach rechts. Steh auf, Rübenkopf. Wir haben mal etwas zu besprechen. Fragst dich sicher, warum ich dich hergebeten habe. Die Rübettos, angeführt von deinem Vater, Don und die Gewürzgang, liegen schon seit Ewigkeiten im Clinch. Ich breche nicht leicht mit Tradition und ich kann in deinen kritischen Knopfaugen sehen, dass du mir nicht über den Weg traust. Aber hör mir zu. Rübenkopf. Seit du den egomanischen Bürgermeister Zwiebel besiegt hast, geht es im Gemüsegarten drunter und drüber. Es gibt Krieg! Machtkämpfe! Steuerbetrug! In Zeiten wie diesen kann man nur eines tun, und zwar die Gelegenheit nutzen, sich die Taschen voll zu machen. Und mit deinem Lebenslauf, ich meine, einen Gott zu töten, war zweifellos das Mutigste, was du je getan hast. Und dann die Steuerhinterziehung. Kurz gesagt,
Du bist die perfekte Rübe für diesen Job. Wir brauchen deine Kampferfahrung und wenn wir die größte Bank der Welt ausrauben wollen... Na, was meinst du, Kid? Familie? Tradition? Vergiss diesen Unsinn. Machen wir das Beste aus der Situation und werden reich. Was sagst du? Willst du in die Fußstapfen deines Vaters treten und einen Job annehmen, um den du nicht gebeten hast? Oder willst du dir selbst einen Namen machen, Rübenkopf? Ich weiß, was ich tun würde. Motivation reden, hat er drauf. Am nächsten Morgen. Hör zu, Rübenkopf. Eine Bank auszurauben ist keine Kleinigkeit. Ich hoffe, dass du dich entschieden hast, mit der Gewürzgang zusammenzuarbeiten. Aber ich muss den Laden hier im Griff haben und dulde keine Stümperei. Wir müssen dich anständig trainieren, sonst beißen wir am Ende alle ins Gras. Also zieh zu, dass du lernst, dein kleines Stuhlbeinchen ordentlich einzusetzen und sprich mich erst wieder an, wenn du die Kurve gekriegt hast. Kapiert? Okay. Aha. Ist ein bisschen laut, hm? Hallo, kleine Rübe. Überrascht mich, hier zu sehen? Ja, Gokini hat mich dazu überredet. Er hat mir viel mehr Geld angeboten, als Bürgermeister Zwiebel mir zur Verfügung gestellt hatte. Irgendwie arbeiten wir Wissenschaftler immer für die Mafia. Ja, oder geht das nicht? Ich mach das mal kurz für euch einen kleinen Ticken leiser. Genau, so vielleicht. Und für mich kann ich am Rädchen drehen. Und dann ist es doch okay. Gokini, willst du wissen, wie du den Leuten hier etwas Geld abknöpfen kannst? Geh einfach auf dieser Trappe zu und rüttel sie und schüttel sie. Und sammel die Leute ein, die hier fallen lassen. Rüttel sie und schüttel sie. Achso, ich muss die mit E schütteln und rütteln. Ah, okay. Da kommt einiges raus. Da wird geschüttelt, da wird gerüttelt. Oh ja. Gerüchten zufolge hat Zwilling eine Wumme in einer Attrappe versteckt. Hau ihm die Hucke voll und hol sie dir. Zack, Kopf runter. Nimm die Waffe mit E. Schieß auf zwei Attrappen mit links. Alright. Du solltest dich mit deiner kompletten Ausrüstung vertraut machen, Rübenkopf. Entwickle ein Gespür dafür, wann du deine Waffe wechseln musst. Da drin wirst du sie manchmal in der Hitze des Gefechts wechseln müssen. Okay. Weißt du noch, wie du gestern Abend auf deinem Gesicht gelandet bist? Erbärmlich, unten am Dreck. Nö, hab ich vergessen. Du weißt schon, wie du gestolpert bist und Dreck gefressen hast, wie ein Loser. Nö, hab ich vergessen. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn du den Kugeln der Polente ausweichen und an den Lasern vorbeikommen willst. Sollen wir aber erst einmal testen. Zwilling, Laser frei. Ach, stolpern. Hallo. Das hast du toll gemacht, Rübchen. Du stolperst durch den Laser wie ein Profi. Hey, was denkst du? Die Botanikbank raubt sich nicht von selbst aus? Sie raubt sich von selbst aus? Das kannst du vergessen. Steig in den Truck, wir haben zu tun. Ja, und los. Interagiere mit dem Truck. Das ist der Truck. Mit dem da oben hätte ich auch noch reden können, aber... Job lässt sich nicht von alleine machen. Was ist das? Eine Rübe mit einer Waffe? Die es wagt, an diesem schönen Tag immer schönes Etablissement einzubrechen? Hm? Ja, nicht irgendeine Rübe. Der Sohn des alten Don Rübetto. Höchstpersönlich. Wie ich sehe, versuchst du den Ruf dieses Narren gerecht zu werden. Ich frage mich, was er davon halten würde, dass du mit diesem Abschauen von Gurken zusammenarbeitest. Hm. Wie süß, dass du glaubst, du könntest hier reinspazieren und dich mit mir und meiner Crew anlegen. Du hast Mumm, das muss ich dir lassen. Aber das wird dir auch nicht helfen. Ich habe die Polente um meine kleinen Knoblauch-Kinnhäkchen gewickelt. Ich muss nur einen Knopf drücken und sie rufen. Wie? Du störst den Funkverkehr? Jetzt wirst du lernen, was Schmerz bedeutet, Rübe. Sei besser bereit, wenn der Timer des Störsenders abläuft. Die Polente wird in Scharen anrücken, wenn der Timer seinen letzten Beep macht. Merk dir meinen Namen, Rübe. Knobi, der Bankmanager, der dich hinter Gitter bringen wird. Und jetzt mach gefälligst, dass du hier verschwindest. Ja, also gut, Rübenkopf, unsere Zeit ist begrenzt. Dringe so tief in die Bank ein, wie nur möglich.
Okay. Muss ich dich rütteln und schütteln? Okay, den muss ich rütteln und schütteln. Dich auch? Aha, aber wen muss ich töten und wen muss ich rütteln und schütteln? Schwierig. Die Holo Annie. Achso. Meinen Informationen zufolge hat Knobi diesem Künstler erlaubt, den Laden etwas aufzupeppen. Hm? Wir vom Essensvolk scheinen gerade eine Ära der Renaissance zu erleben. Die gab es in der alten Welt auch. So aufregend. Aha, okay, okay. Ich erkenne, woran ich es erkenne. Oh. Ich kann alles kaputt machen. Oh Gott, ich kann alles kaputt machen. Ah, mit dem kann ich aber reden. Aha. Aha, aha, aha. Wir brauchen dich. Wir beobachten dich. Okay, ihr beobachtet mich. Also man kann schon ein paar Dinge... Oh, ich muss mich eigentlich beeilen. Ich hatte mal einen Freund. Wie auch immer, ich bin eine harte Nuss, Junge. Aber seit dem Krieg bin ich nur noch die Schale meiner selbst. Du bist mir bekannt vor. Bist du noch, auf welcher Seite du warst? Sagen wir nein. Ah, Healpacks, okay. Da ist ein Hase, aber die Pistole? Hallo! Oh, dieses Gemälde? Ja, es ist von einem berühmten Streamer, der Slay Queen 32. Warte, du kennst sie? Sie hat dieses Bild bei mir in Auftrag gegeben. Sie wird das alles Hintergrund in ihrem Stream verwenden. Ich bin so ein Trottel. Was? Ich muss allerdings sagen, dass sie sich etwas zurückgezogen hat, seit ich das Design finalisiert habe. Meinst du könntest sie auf meine Bezahlung ansprechen? Ich bin ein bisschen nervös. Und da du sie kennst, ist es vielleicht einfach für dich, wenn du nichts dagegen hast. Vielen Dank, du bist meine Rettung. Aufgabe, bitte Slake 34 und Geld für die Malerin. Oh Gott. Okay. I can see. Was ist bei dir? Hey, alles gefälliges Aufräumer, hier stehe ich. Glaubst du, du kannst hier einfach durchwalzen, wie es dir gefällt, was? Der alte Knobi wollte, dass ich eine neue Wand einziehe, aber diese mickrigen Statuen waren alles, was ich hatte. Ich bewege dich nicht. Ich bewege die nicht. Du musst sie schon zerstören, wenn du hier durch willst. Nur gut, dass du keine Spitzhacke hast. Ja, zerstöre. Schüttel, schüttel, schüttel. Was ist das hier? Was Wertvolles. okay, Spitzhacke bräuchte ich theoretisch. Dem Pilz sei Dank, dass du keine Spitzhacke oder so hast, sonst wäre es mir ganz schön Tinte. Alright. Laufen wir erstmal hier noch ein bisschen durch. Flebbeln ein paar Hasen, was geht bei dir? Hier bauen wir die Bank aus. Knobi braucht eine Menge Platz, um seine Schätze zu horten. Da drüben lungert ein Hooligan herum, eine Eichel. Wir müssen dafür sorgen, dass er verschwindet. Ah, vielleicht. Bei Schusswaffen. Was? Oh, die Eichel. Wie gefällt dir mein Grundstück? Ich finde es sehr schön und gemütlich. Okay. Aber nach welchen Regeln folgt... Ich habe eine Fische in der Hand. Moment, ich komme gerade nicht klar. Die Pistole weg haben für den hier, damit ja, jetzt komme ich. Komm ich hier auch weiter? Hallo, kleine Rübe. Da haben wir die Grundrisse der Botanikbank angesehen und herausgefunden, dass diese Aufzüge anders sind. Siehst du, diese Aufzüge führen zu vollkommen zufälligen Räumen. Das Sicherheitssystem der Bank scheint so konfiguriert zu sein, dass sie bei jedem Einbruch verändert werden.
Ich glaube, wir müssen diesen Laden mehrmals ausrauben, um uns ein vollständiges Bild zu machen. Also schnapp dir, was du kannst und flüchte mit dem Truck, damit sich die Bank neu konfiguriert. Mal eine andere Erklärung von einem Roguelite-Ansatz. Das hatte ich tatsächlich ja schon gesehen. Aber kann ich jetzt da rein? Ich war auch mal jung und leichtsinnig und habe Kickflaps gemacht. Jetzt stehe ich hier und schütze dieses Aufzug mit meinem Leben. Dafür werde ich ausgebildet. Mit Tourismus beschäftige ich mich auch ein bisschen. Melde dich, wenn du etwas über diesen Raum wissen willst. Hey, Rübenkopf, unsere Informationen zufolge kannst du nicht über instabile blaue Laser stolpern. Was? Es muss irgendwo einen Schaltkasten geben, den du aufbrechen kannst, um sie abzuschalten. Auch wenn ich hauptberuflich Aufzüge repariere, bin ich auch so etwas wie ein Reiseleiter. Sind wir nicht alle irgendwie ein Reiseleiter? Das sind die gewaltigen Grotten. Sie werden schwer bewacht und sie haben Laser. Es ist ganz schön gefährlich. Du brauchst sicher etwas C4, um den Hauptpreis zu erreichen, aber vielleicht gibt es dort noch ein paar andere Schätze zu ergattern. Mit deiner Touristennummer machst du niemand etwas vor. Wer außer einem Bankräuber würde in die gewaltigen Grotten eindringen wollen? So, jetzt ist unser Timer aber gleich durch, ne? Im Kopf, wir müssen verschwinden. Schnell zurück zum Truck. Ist das gleich. Ach so. Ich verstehe. Dann werden es ein paar mehr Gegner und überall vor allem. Und wie kann ich flüchten? Muss ich echt wieder rauslaufen? Oh shit. Ja, es sind ein paar mehr geworden. Oh, Heilige. Alles klar. Okay, man muss straight up raus. Oh, 1100. Oh ja. Yeah. Okay, Neuling, ich erzähle dir, wie die Sache laufen soll. Komm mal rüber. Lass mich doch schlafen. Oh, jetzt habe ich. Okay. Du ziehst hier eine ganz schöne Nummer ab, Neuling. Wir müssen jeden Zentimeter dieser Bank absuchen. Wenn man so lange wie wir in diesem Gurkenglas gehockt hat, bekommt man einen ganz anderen Blick auf diese Dinge, Rübenkopf. Wir haben eine wertvolle Lektion gelernt. Manchmal muss man stehlen, um zu bekommen, was man will. Obviously. Das ist der letzte große Job, Rübenkopf. Knobi hat hier irgendwo in der Botanikbank den Tresor aller Tresore versteckt. Wir müssen die rätselhaften Reichtümer finden, damit sich die ganze Sache lohnt. Damit wir all das hinter uns lassen können. Geh tiefer hinein und schau, was du dort findest. Hallo, kleine Rübe, komm mal kurz her. Ich habe etwas, was dir nützlich sein könnte. Erkunde das fesche Foyer. Hallo, Rübchen, schön, dass du vorbeischaust. Wie du inzwischen weißt, sind mein Bruder und ich berüchtigte Waffenhändler. Wir liefern Waffen für alle Lebenslagen. Kriege, Plünderung, Raubüberfälle, was auch immer du brauchst, wir besorgen es. Bin gerade dabei, mich einzurichten. Komm später wieder, um dir unsere Auswahl anzusehen. Okay. Hör zu, Pastinake. Ich bin der clevere Kopf dieser Operation. Wenn du fortschrittlichere Waffen willst, musst du mir die Waffen bringen, die du auf der Straße findest. Wenn du deinen Gegnern die Waffe aus ihren kalten, nicht existierenden Händen reißt und sie mir bringst, können wir anfangen, ein richtiges Feuerwerk zu entwickeln. Gut, und jetzt lass mich allein, damit ich hier alles vorbereiten kann. Okay. Okay, ja. Ja, blau, nein. So, da drüben. Willkommen in meinem neuen Labor. Bukini hat mir ein gutes Angebot gemacht, damit ich euch auf dem Computer da drüben Zugang zum Darknet verschaffe. Kauft dort alles, was ihr braucht. Bukini zufolge bezahlen wir das Zeug mit deinem Geld. Bukini sagt, dass unser Budget begrenzt ist. Schau mal im Darknet rein, vielleicht findest du ja was Nützliches. Warum ist da eine Banane im Glas? Hey! Ja, die Avocado hat gesagt, sie gibt mir Geld, wenn ich in diesem Glas mit grünem Glibber rumhänge. Die Avocado. Es ist gar nicht so schlimm, es kribbelt nur ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier drin bleiben soll oder wie ich hier wieder rauskomme. Moment mal! Wurde ich gekidnappt? Ich
weiß, Computer können unheimlich sein, besonders das Darknet. Aber du schaffst das schon, kleine Rübe. Hm? Es gibt dort Items, die dir auf jeden Fall dir helfen können. Schau unbedingt mal rein. Okay, 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 okay. Die Spitzhacke, aber kostet zu viel. Die vier brauche ich doch nicht. Pretty sure that's not supposed to happen. Now that everything's broken beyond repair, you can enjoy staring at this blind blue box and hope that things will somehow get better. Reicht dann wieder. Aufgabe abgeschlossen, das Darknet. Gut, im Moment ist das alles noch ein bisschen zu teuer. Gut gemacht, kleine Rübe. Schau regelmäßig im Darknet vorbei, um Gegenstände zu kaufen und tiefer in die Bank vorzudringen. Was ich mir halt dachte, ist, ob der Timer, ob ich den nicht verbessern kann. Aber naja. Robo-Raphael. Hallo, junge Rübe. Raphael, jetzt Robo. Robo-Raphael, tot entronnen. Jetzt mehr Vorteile. Nahe buchstabieren gelernt, leben gut. Komm später für Leistungssteigerungen. Tschüss, junge Rübe. Robo-Raphael redet ständig davon, dass wir finanzielle Unterstützung, Fortschritte machen, wo wir doch eigentlich physische machen sollten. Ich nehme an, es spielt keine Rolle. Mehr Geld für uns, werden wir den Gewinn am Ende ganz sicher auf jeden Fall teilen. Hä? Den wahren Gewinn machen wir eh erst, wenn wir Knobis Geheimversteck finden. Aber dafür müssen wir tiefer in die Bank vordringen. Sprich mit den Leuten vor Ort, um Informationen zu sammeln und vergiss nicht, im Darknet nachzusehen, falls du etwas brauchst, um irgendwo mit Gewalt durchzukommen. Okay, und mit dem Truck geht's wieder los. Lieblose Lobby. Alles klar, okay. Das heißt, ich verstehe langsam Konzept. Reingehen, Leute schütteln. Der hat gerade sein Handy fallen lassen. Nehme ich mit. Gutes Smartphone, $50. Wird hier rangeschüttelt und rein. Da nochmal $100. Okay, okay, okay. Ich habe halt das Gefühl, also dieses Kaktus-Ding ist mega cool. Aber. Die Büroarbeiter! Diese Trottel werden nie das Adrenalin eines wahren Verbrecherlebens kennen. Vielleicht können wir ihr Leben etwas aufregender machen. Was meinst du im Kopf? Hm? Halt die Augen offen. Vielleicht gibt es hier noch etwas anderes von Wert. Kapiert? Okay, ja, aber Büroarbeiter kann man schütteln und die haben Geld und der Fisch macht echt gut Schaden. Was geht bei dir? Ravioli! Hallo kleine Rübe, es ist schön dich kennenzulernen. Ich bin ein großer Fan, ich habe sogar die Story mit deiner Steuerhinterziehung verfolgt. Wie auch immer, ich brauche jemanden, der mir einen Gefallen tut und du bist genau die richtige Person dafür. Diese fiese, scheußliche, niederträchtige Pirogge hat mein Zertifikat für gutes Essen gestohlen. Hm. Dann erkennen die Leute doch, dass ich gut bin und diese hinterhältige Pirogge nicht. Kannst du es mir bitte wiederholen? Danke. Okay, Mini-Aufgabe. Erstmal die Schnecke wegklatschen, dann den Fisch wegklatschen. Ja, Fisch. Aber da kriege ich nichts raus. Ich kann Dinge nur kaputt machen. Okay, okay. Wieder aufladen. Ja, langsam kommt man rein. Vor allem der Fisch ist halt geil. Der Fisch ist... Oh, Heilung. Guter Kaninchen. Da ist ein Tresor. Die gute Nachricht, es gibt ein Safe. Und vermutlich enthält er eine Menge Geld. Die schlechte Nachricht, wir brauchen wohl einen Laserpointer, um die Tür aufzuschneiden. Hm? Bestell dir einen im Darknet, wenn du wieder im Lagerhaus bist. Ja, scheiße. Ah, kann ich doch nicht wissen, dass ich den gleich brauche. Raketenwerfer. Aber ich kann den Fisch nicht ablegen. Das heißt, wir legen erstmal unsere Kaktusding ab. Oh nein, noch ein Safe. Ich fühl mich so traurig gerade. Okay.
Dann würde ich sagen, war es das hier in dieser Ecke? Ich meine die andere. Autsch. Noch ein klein bisschen Money sammeln. Da kommt nichts extra raus. Da ist ein Hase. Hasi! Alter. Da ist auch nirgendwo was. Ja, ja, ich... schütteln, schütteln. Oh ja, da kommt das Geld raus. Da noch ein bisschen kloppen. Was geht bei dir? Hey Kumpel, du hast nicht zufällig ein XTR 9030 übrig, oder? Und was hat sich meine alte GPU gekauft? Ich muss unbedingt meine Bootcoins meinen. Kannst du ihn vielleicht ausfindig machen und sie mir zurückbringen? Es ist eine grüne Bohne. Ah nein, es ist eine Bohne in einem grünen Anzug. Du erkennst ihn an seinem dämlichen Hut und dem herablassenden Ton. Ei. Oh. Oh. Okay, nicht so einfach. Dann lieber der Fisch. Die halten ein bisschen mehr aus. Geldbeutel zu klein. Shit, ich muss raus hier. Mein Geldbeutel ist zu klein. Ein typisches Problem, man kennt es. Ja, wir flitzen jetzt einfach wieder raus. Ich hoffe, es gibt irgendwann eine Möglichkeit, schneller rauszugehen. Aber warte mal, nein, ich flitze noch nicht ganz raus. Ich hätte schon ganz gerne wieder die Kaktus-Gun. Die fand ich ein bisschen praktikabler. Ah! Okay. Und vor allem 1000 kann man mitnehmen. Aber dann kommen noch die Items on top oben drauf. Das ist schon nice. Pastinake, ich habe alles vorbereitet. Komm mal her. Bin da, komm her. Ja. Hör zu, Pastinake. Wir haben jetzt die Möglichkeit, neue Waffen herzustellen. Alles ist bereit. Lass es mich so sagen. Wenn du mir ein paar dieser popligen Waffen bringst, die du in der Bank findest, kann ich bessere herstellen. Wirf einen Blick auf meine Blaupausenbrett. Dann siehst du, wie genial das ist. Blaupausenbrett. Dann wäre er stolz auf dich, aber er wäre auch stolzer, wenn du coolere Waffen hättest. Rotflinte, Kaktus, okay, dann. Recycle eine Waffe. Ich habe beide recycelt. Ah, Rübchen, tolles Timing, komm mal her. Diese Stoffel in der Bank benutzen ziemlich rudimentäre Waffen aus Klumpen von Dreck und verkrusteten alten Schrott. Wir werden veredelte Metalle benutzen, Pastinake. Das wird uns einen Vorteil verschaffen. Ja, nun habe ich jetzt gerade gar keine Waffe. Hallo, mein Freund. Ich bin ab jetzt ein ehrenamtlicher Waffenhändler. Du willst deine Ausrüstung ändern? Wirf einen Blick auf meinen Waffenständer. Es ist der schönste Ständer, den es gibt. Okay. Zeig mir deinen Ständer. Okay. Also die kann ich praktisch for free mitnehmen. Oder ich mache Blaupausen. Und dann swappt sich das da langsam rüber. Und okay. Und im Darknet brauche ich einen Laserpointer. Ich nehme jetzt auch mal das C4 mit. Und Bean Yourself. Schon wieder auf Pornoseiten gelandet. Mann, ey. Aber kleine Rübe, ich bin zwar für die Finanzierung zuständig, aber diese Bank birgt viele Geheimnisse. Da ich der clevere Kopf dieser Operation bin und zudem ein unstillbarer Neugier in mir habe, will ich versuchen, diese Geheimnisse zu lüften. Ich habe das Gefühl, dass mehr als nur eine Bank ist. Ein Großteil dieser Struktur stammt noch aus der alten Welt. Tobi hat einfach drauf weitergebaut. Warum ist er hier? Was ist sein Plan? Du musst alles festhalten, was dir seltsam vorkommt. Mach einfach ein Foto mit deinem Handy an der Fotospots. Deine Album-App wird auf deinem Handy erscheinen, damit du dir deine Fotos ansehen kannst. Wir werden das Geheimnis dieser Bank im Handumdrehen lüften. Zeige Annie 11 Fotos. Und du? Hallo, junge Rübe. Raphaels Robo. Robo Raphael. Okay, aber du kommst... Nö, kann ich noch nichts. Keine Leistungssteigerungen. Okay, damit kann ich dann wieder los, oder? Forschung nicht möglich.
Okay. Dann weiter.